Wenn ich daran denke, dass du all das so lange für dich behalten hast. Zeit existiert nicht. Sie ist eine immerwährende Gegenwart. Was ich dir jetzt sage, weiß niemand und niemand wird es je erfahren. Das ist die Höhe. Die Chopin-Vasseur tritt wieder an. Zu unserem Leidwesen ist sie auf den Geschmack gekommen. Seit die Chopins und die Vasseurs untereinander heiraten, sind sie zu allem fähig, diese degenerierten Wilden. Na, das fängt ja gut an. Je ärmer sie sind, umso bissiger sind ihre Hunde. Eins müssen Sie verstehen, Mathieu. Wir sind eine Familie. Tja, das ist es ja. Es geht um einen Angriff auf Ihre Familie. Aber am Sonntag, da müssen Sie wählen. Ich brauche Sie. Sie macht sich nicht schlecht für die Tochter des Kollaborateurs. Es ist wegen dieses Flugblatts über die Familie. Mir ist etwas durch den Kopf gegangen. Dass mein Vater es geschrieben hat. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Mama ihm irgendwann gesagt, er sei nicht mein Vater. Vielleicht sind wir nicht mal Cousin und Cousine. Vielleicht? Nur ein Mann und eine Frau, die gern zusammen sind und sich gut verstehen. Sie haben sich geliebt, mein Schatz. Ist das wahr? Bist du sicher? Natürlich haben sie sich geliebt. Und hat Mama das gewusst? Das nehme ich an. Du bist mein Mann. Ich sage es Ihnen lieber gleich. Ich kann Ihnen nur meinen Hals anbieten. Die ideale Frau. Ich weiß, warum du fortgegangen bist. Ach ja? Du bist fortgegangen, weil du Angst vor dem hattest, was du tun könntest. Die Charpins lieben schon immer die Vasseurs und die schon immer die Charpins. Gemeinsam bilden sie eine tolle Sippe. Mit einem wunderbaren Anwesen und einem netten kleinen Vermögen.